Reisen durch Asien wurde mir eben einfach sehr, sehr schnell klar, dass der größte Einflussfaktor der Mangel an Recyclinginfrastrukturen ist. Wir haben auch furchtbar schnell erkannt, dass das Problem mit Aufräumaktionen alleine, die ja lediglich die Symptome bekämpfen, nicht gelöst werden kann. Da kam mir einfach der Gedanke, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir das sogenannte Ozeanplastik vielleicht auch für alltägliche Produkte und Materialien verwenden. Auf diese Weise können wir eben vielleicht einen Markt schaffen, der es eben den Menschen in einer bestimmten Region vielleicht eine Situation schaffen, wo sie deren Lebensunterhalt durch Recycling verdienen können. Und als Konsequenz, wenn sich Jobs und Infrastruktur aufbauen, als Konsequenz würden sich dann auch nicht nur die Recyclingstrukturen in der ganzen Region verbessern, sondern eben auch die Umweltbedingungen.